habe heute meine Beauty-Favoriten für den Juli für euch. Ihr hattet euch gewünscht, dass ich euch ein bisschen zeige, was ich auch zur Hochzeit benutzen werde. Ich werde nicht alleine mein Make-up machen, deswegen werde ich da nicht allzu viele Produkte wahrscheinlich mitnehmen. Aber einige habe ich die letzten Monate getestet und 2 bis 3 davon werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall benutzen und die zeige ich euch gleich. Ich fange aber an mit einem Haarduo, was ich in den letzten 1 bis 2 Monaten benutzt habe. Und zwar ist es für mich ein ganz, ganz alter Favorit. Es ist von The Body Shop die Banana-Reihe. Und zwar der Conditioner und das zugehörige Shampoo. Ich habe sie ungefähr gleich sogar geschafft aufzubrauchen oder zu benutzen. Weil das ist bei mir nicht immer ganz so einfach. Meistens ist das Shampoo längst alle, bevor der Conditioner alle ist. Und das habe ich vor Jahren benutzt, nur aufgrund des Geruches. Und ich muss immer noch sagen, ich liebe den Geruch, weil ich bin mit Gelee-Bananen aufgewachsen. Und für mich riecht es genau nach diesem künstlichen Bananenduft. Das klingt total grausam, ist aber ganz, ganz großartig. Aber ich hatte im Moment sowieso die letzten Monate sehr, sehr viele Probleme mit der Haut, mit den Haaren, mit allem, was irgendwie das Hormonelle angeht. Und deswegen kam ich mit keinen Shampoos mehr irgendwie klar. Und ich hatte das irgendwann zugeschickt bekommen und nicht benutzt. Und dann dachte ich, okay, komm, das hast du doch vor Jahren geliebt, du probierst es mal. Und meine Haare sind seitdem wesentlich normaler, fetten nicht mehr so schnell, fühlen sich länger schön an und griffig an, haben Glanz, aber nicht zu viel, als dass es irgendwie ja, ölig aussieht oder so, aber sie sind auch nicht trocken. Also es ist wirklich, finde ich, ganz super, um so das Haar schön auszubalancieren. Plus, es ist natürlich wesentlich günstiger als so manche Friseurbedarf, Shampoos und Conditioner. Ihr wisst, ich wechsle da immer ab. Ab und zu brauche ich da einfach ein bisschen mehr und da habe ich euch ja schon in der Vergangenheit vieles gezeigt. Benutze auch jetzt im Wechsel immer noch andere Sachen, die dann ein bisschen mehr für die Haare machen in dem Sinne. Aber so für zwischendurch einfach als wirklich gutes, stabiles Basisprodukt finde ich diese Bananenreihe richtig gut. Jetzt habe ich wahrscheinlich 10 Minuten über Bananen geredet. Das zweite Produkt ist ein Primer. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon gesprochen habe, weil ich habe das Gefühl, das, was ich gleich sage, habe ich letztens schon gesagt. Und übrigens, ich schmelze hier gerade. Ich glaube nicht so wirklich an Primer für meine Haut. Also bei mir bringt es meistens wirklich überhaupt gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich benutze einfach nur ein Produkt mehr, aber so richtig macht es nichts. Und ich habe dann in den letzten Monaten so oft Leute dieses Produkt hier benutzen sehen oder hypen sehen und dachte, okay, das hast du doch und irgendwie fandest du es okay, aber ich benutze es nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es ist bis hierhin schon aufgebraucht. Ich habe es, seitdem ich es nochmal getestet habe, nicht mehr aus der Hand gelassen. Jeden Tag benutzt. Es ist von Smashbox der Primerizer, Primer und Moisturizer in One mit Hyaluronsäure und Niacinamiden. Und das ist einfach wirklich ein Traum. Wenn ihr irgendwie feuchtigkeitsarme Haut habt, trockene Haut, sogar normale Haut und einfach so den Boost wollt, ein bisschen prallere Haut, das ist der Shit. Plus, ich habe daran erkannt, dass es ein guter Primer ist, weil hier bei der Nasolabialfalte habe ich immer das Problem, dass sich Foundation oder alles Mögliche, was irgendwie über den Tag verteilt reinrutscht, genau dort bleibt und sich total scheiße absetzt und das ganz, ganz fürchterlich aussieht. Und ich habe das heute Morgen benutzt. Es sind gerade 35 Grad draußen. Ich war den ganzen Tag draußen. Es hat sich nichts abgesetzt. Das ganze Hautbild sieht total ebenmäßig aus und fast wie airbrushed. Und es ist auch nicht zu ölig dafür, dass es gerade so, so heiß ist. Also ich weiß nicht genau, wie es bei sehr öliger Haut ist, aber ansonsten ist es wirklich ein Traum. Bei dem nächsten Favorit weiß ich, dass ich euch schon mal gezeigt habe. Aber in den letzten, gerade in den letzten, ich glaube 2 Wochen, werde ich wirklich bei Instagram jeden Tag gefragt, was hast du auf dem Gesicht, welche Foundation benutzt du? Deswegen wollte ich sie euch nochmal zeigen. Und zwar ist das von Shiseido die Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation mit Lichtschutzfaktor 20. Ich habe die Farbe Golden 4. Die beiden Produkte sind einfach ein Dream Team. Und das sind auch die beiden Produkte, die ich wahrscheinlich benutzen werde. Auf jeden Fall der hier. Bei der bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil sie eben doch schon ziemlich glowy ist. Und ich an dem Tag denke,
schon glowy genug zu sein. Ich weiß es nicht genau, aber die ist einfach der Shit. Das ist eine Foundation, die leicht bis mittel deckt, würde ich sagen, aber eher in Richtung leicht, also nichts, wenn ihr irgendwas stark abdecken wollt. Die gleitet über die Haut, die macht den Teint so ebenmäßig. Es ist eine wundervolle Farbe, die schön olivstichig ist, falls ihr auch einen olivstichigen Ton habt, aber sie haben natürlich auch ganz viele andere Untertöne. Kommt mit einem Pumpspender und hält wirklich, kombiniert mit dem hier, den ganzen Tag. Wie gesagt, es ist ultra heiß. Ich war die letzten zwei Tage auf einem Dreh bei sehr, sehr viel Grad und dann noch mit künstlichem Licht und Adrenalin, Aufgeregtheit und so weiter. Und es hat den ganzen Tag bombenmäßig gehalten. Es ist nichts irgendwo hingerutscht. Es sah wundervoll aus. Ich bin absolut begeistert. Ich habe die ja das erste Mal benutzt, als ich in Japan war und seitdem sehr, sehr selten aus der Hand gelegt. Also komm immer wieder dahin zurück, wenn es von der Farbe passt. Aber das ist wirklich highly recommended, falls ihr einen glowy Tar wollt, der den ganzen Tag hält und so eine leichte bis mittlere Deckkraft, würde ich sagen. Dieses Fläschchen hier habe ich euch erst letztens gezeigt in meinem Top 5 Naturkosmetik-Produkte-Pflege-Video. Und zwar ist das von Weleda, das Citrus Deodorant 24 Stunden. Also Weleda, 24 Stunden würde ich bei eurer Marke, würde ich ganz vorsichtig mit sein, mit so einem Claim, weil das stimmt natürlich auf gar keinen Fall. Es ist ohne Aluminiumsalze, hier ist aber Alkohol drin, solltet ihr also vorsichtig sein, falls ihr da irgendwie sensibel reagiert oder frisch die Achseln rasiert habt und so weiter. Aber für ein Naturkosmetik-Deo finde ich bei mir persönlich, dass es super funktioniert. Plus, es kommt in einem Pumpspender, aber eben nicht mit Aerosol, sondern so ein Zerstäuber quasi. Und es riecht so, so lecker. Ich hasse ja diesen Klosteinreiniger-Geruch, den sehr, sehr viele Badprodukte haben. Das hier riecht wie ein süßes Zitronensorbet. Es riecht so lecker, so, so schön süß, aber frisch. Bisschen säuerlich durch die Zitrone, was ich im Sommer einfach perfekt finde. Ich sprühe mir das auch ab und zu nicht nur unter die Achseln, sondern auch wirklich so an den Rücken oder so. Einfach zur Erfrischung. Und ich glaube, Pablo hat das auch schon das ein oder andere Mal gemopst und meint jedes Mal, wenn ich es benutze, was ist denn das für ein Parfum? Das ist mein Deo. Gibt es auch als Roll-On. Ich weiß nicht, wie der funktioniert, aber das ist jetzt natürlich nichts, das 24 Stunden hält. Ich benutze das auch unterwegs immer mal. Wenn es wie heute irgendwie 35 Grad sind, dann bin ich da ganz, ganz vorsichtig, was ich benutze. Aber an sich finde ich, dass es auch im Sommer bis jetzt ganz gut gehalten hat. Und das letzte Produkt habe ich euch in meiner Insta-Story letztens gezeigt. Und zwar für Reisen oder auch an sich, wenn ihr nichts wollt, was groß irgendwie ist oder euer Make-up mitnehmt unterwegs. Die perfekte Palette. Ich zeige euch die große Palette davon. Seit Jahren ist meine absolute Lieblingspalette. Und zu Eva ist die Marke, hat es jetzt als Reisegröße rausgebracht. Das ist die Coco Blend Voyager Palette. Gibt es auch von den anderen Paletten, die ich liebe, als Reisegröße. Und da sind 6 Farben drin. Meiner Meinung nach auch die perfekten Farben. Da ist eine matte Cremefarbe drin. Fürs ganze Lid, für den unteren Braunbogen als Highlight. Mein geliebter mittelbrauner, warmer Braunton. Habe ich braun schon gesagt. Ihr wisst, dass ich ihn liebe. Matt habe ich auch heute auf dem ganzen Lid bisschen gemischt mit dem hier. Ich liebe, also das sind 3 matte Töne, 3 schimmernde Töne. Ich liebe diese schimmernden Töne so ein bisschen auf der Mitte des Lides. Ich packe mir, wie heißt der? Pure Ganache. Hier mal kurz drauf. Ich habe keine Ahnung, wie es gerade aussieht, aber ich bin mir relativ sicher, dass es trotzdem noch gut aussieht. Ich liebe das einfach, das ist super easy. Auf Reisen wirklich genial, hatte ich eben jetzt auch bei dem Dreh dabei und auch beim Dreh drauf. Ist für mich die perfekte Palette, ist natürlich auch nochmal ein bisschen günstiger als die große Palette. Große, große Liebe, Qualität stimmt, Preis stimmt, holt sie euch. Was mich noch mega interessieren würde, was haltet ihr eigentlich von Primern? Findet ihr, die funktionieren, funktionieren nicht? Was ist euer liebster Primer? Vielleicht auch eine Drogerie-Alternative. Das ist auch immer sehr, sehr willkommen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.